Hi Leute, willkommen zurück zu A Quiet Place. So, wir sind im nächsten Abschnitt, nachdem wir das Krankenhaus verlassen haben. Und hier ist es sau dunkel im Wald. Brauch voll die Taschenlampe ein bisschen. Oh shit, es gibt hier auf jeden Fall auch wieder Kreaturen, ne? Die sind überall. Egal wo man sich aufhält, man muss wohl leise sein. Was haben wir denn hier? Mehr Bienen bitte! Ein Drittel der Nahrungspflanzen auf der Welt sind auf tierische Bestäuber wie Bienen angewiesen, um sich fortzupflanzen. Auch wenn sie beängstigend erscheinen, lasst sie einfach in Ruhe ihr Bienenleben führen, damit sie ihre Arbeit machen können. Töten die eigentlich auch Bienen, diese Viecher? Ich meine, die machen dir alles kaputt. Zeichnung von Joey N. Dritte Klasse. Oh Mann, oh Mann. Warum steht da einfach so eine Dose rum? Geh nochmal hoch, weil es gibt mehrere Wege. Ich will gucken, dass ich irgendwo alles mitnehme. Jemand muss so leise sein hier. Und ihr wollt mal sehen, wie es ausschaut, wenn ich von so einer Kreatur getötet werde. Ich glaube, das ist nicht sehr spektakulär, aber ich kann es dir gerne mal zeigen. Wenn ich so einen Checkpoint habe oder sowas. Das Gute ist, es ist gerade ganz schön windig hier draußen. Oh shit, die haben da ein Tier getötet. Nee, was? Die haben das gejagt mit einem Pfeil? Ich glaube, wieder so zurückzukehren zu den althergebrachten Sachen wie Pfeil und Bogen ist besser, als mit einem Gewehr Tiere zu töten. Aber wie gesagt, die Monster müssten noch alles erledigen, was hier lebendig ist. Das ist doch deren Aufgabe. Okay, die Batterie ist halt echt beschissen. Lass die mal weg hier. Geht's auch noch weiter. Komm, ich scheiße einfach mal drauf. Oh oh. Vielleicht soll ich das doch nicht tun. Sag mal hier, wer ist da? Der Virginia-Uhu. Das Gesicht einer Eule mag für uns albern aussehen, aber es macht sie zu guten Zuhörern. Die Form ihres Gesichts lenkt die Schallwellen in die Ohren. Und weil sie ihren Kopf ganz, fast ganz herumdrehen können, hören sie selbst die kleinsten Geräusche. Ich glaube, die Viecher können besser hören, ha? Zeichnung von Tim G., 6. Klasse. Ja, ich wette, die Viecher können besser hören als Uhus. Das ist aber auch ein verdammt dunkles Spiel, Mensch. Alter, die Batterie ist halt echt schon fast leer und ich mach nicht. Ich hab jetzt mal so eine Minute draußen gehabt, die Taschenlampe. Ja, komm, passt schon. Upsi. Hier ist aber auch... Oh doch, da ist was. Das ist ein Inhalator und Batterie. Sind das Batterien? Zum Glück findet man die überall. Komm, ich benutze den gleich, meinen Inhalator, oder? Hallo? Benutzen! Geht nicht. Vielleicht, weil ich gerade keine Probleme habe mit der Lunge. Aber ich würde doch einfach mal mehr einpacken als nur 5 Stück, Mensch. Was hat sie denn sonst noch im Rucksack? Jetzt haben wir nicht sehr viel, ha? So. Ach, da unten ist der Camping. Ah, okay. Hat sich das erledigt? Ich habe nicht gesehen, dass der Weg wieder hochgeht. So, 6 von 13 Texte. Ich mache das ja nur, weil ich alle Texte haben will, ne? Das ist der einzige Grund, warum ich hier alles ablaufe. Hallo? Krass, dass die Viecher so super schnell sind. Das kostet sie schon Anstrengung.
Da ist ja jemand. Sind das vielleicht Leute aus dem Krankenhaus? Ist das Mark und Linda? Suchen die uns? Warum haben die Gewehre... Seid ihr bescheuert? Ihr könnt doch eh nichts damit anfangen. Ihr habt doch schon geschrieben. Also Leute von euch, die jetzt Asthma haben, sagten, auch so schlimm ist das jetzt nicht, wie es hier dargestellt wird, aber... Vielleicht hat sie ja eine ganz extreme Form. Und Tabletten gibt es wohl wirklich. Das sind dann wohl Cortison-Tabletten. Aber Cortison auf Dauer ist ja nicht so gut. Das schädigt die Knochen und... Naja, sollte man jetzt nicht über längere Zeit nehmen. Auch so Cortison-Salbe ist stark verdünnt. Das Saying, also... Klar, aber die Tabletten, die sie nimmt, sind ja gegen Übelkeit. Ne? Die sind ja nicht wegen ihrer Lunge. Sondern, weil ihr halt einfach übel ist. Durch die Krankheit, also durch eine Erkrankung, die sie hatte. Da, keine Ahnung, was hat sie gesagt am Anfang? Hab schon wieder vergessen. Und seht ihr, in solchen Momenten bin ich froh, dass ich das Mikrofon aushabe. Die Erkennung, weil das ist totaler Quatsch hier. Sonst würde ich die ganze Zeit das Monster anlocken, wenn ich rede. Aha. Aber jetzt mal ernsthaft, suchen die uns? Hat die so einen Hass auf uns, die Alte? Ich meine, was? Ich kann nicht zurück. Dad hat gesagt, ich soll die Gleise finden und ihnen folgen. Wie gesagt, sie ist ja immerhin unsere Schwiegermutter oder wie man es halt nennt. Holy shit. Oh, das ist sogar noch lauter auf den Steinen. Man kann sich die Taschenlampe nicht in die andere Hand nehmen. Oh, kann ich die Schaufel einstecken vielleicht? Under Construction. Nee, kann ich nicht. Dass das mit der Lunge aber auch nicht besser wird, wenn ich mal eine Zeit lang nicht laufe, dass sie sich wieder beruhigt von selbst. Ein bisschen schade. Jetzt stell ich mal vor, ich jetzt, wie gesagt, auf schwer gespielt, ne? Eieiei, das wäre kein Spaß gewesen. Staub. Große Mengen von Staub in einem bestimmten Bereich können das Maß an Asthma-Stress erhöhen. Versuche sie zu meiden oder, wenn das möglich ist, deine Zeit darin zu minimieren. Vergiss nicht, dass du Inhalatoren verwenden kannst, um eine Zeit lang immun dagegen zu sein. Was ist denn hier Staub? Ich meine, es ist so feucht. Ich glaube nicht, dass es hier groß staubt. Vielleicht, wenn ich, oh, vielleicht ist das der Staub, wenn ich dagegen komme. Aber ist das denn so krass? Ihr sagtet ja schon, das ist voll übertrieben. Ach, das ist schon staubig hier, deswegen kommt meine Lunge geht gerade steil. Lücken überqueren. Du kannst große Lücken mithilfe eines Bretts überqueren. Du kannst es mit X platzieren und mit L vorsichtig ablegen. Das Brett muss an bestimmten Punkten platziert werden, aber ein einzelnes Brett kann verwendet werden, um mehrere Lücken zu überqueren. Allerdings ist es ein schweres Objekt. Und es herumzutragen erhöht Alex' Stressstufe. Natürlich, das ist so unsere Ressource, unsere Lunge. Stell ich mal vor, es wäre nicht so, dann wäre es ja eigentlich viel zu einfach wahrscheinlich, ne? Jay, du warst beschäftigt, als ich reinkam, aber ich wollte dir nur deine Sorgen neulich... nur für deine Sorgen neulich danken. Ich warte immer noch darauf, einen neuen Inhalator zu bekommen, aber... Wenigstens habe ich jetzt ein paar Tabletten. Sie sind zwar nicht so wirksam wie ein Inhalator, aber sie sind immer noch besser als nichts. Ich werde sie stets parat haben, falls ich wieder einen Anfall bekomme. Versprochen. Raphael. Kann ich das mitnehmen? Promise. Dass hier auch Krach macht, ne? Finde ich halt krass. Hör, wie leise ich das schon mache. Da können wir nicht auch einfach irgendwie was werfen oder so. Das wäre viel einfacher. Dinge werfen. Asthma-Stress! Asthma-Stress! Oh mein Gott, dieser Asthma-Stress. Er macht mich ganz fertig.
Leute, ich habe diese große Holzplanke nicht ohne Grund aus dem Stapel genommen. Bis wir das gebaut haben, müssen wir diese Planke benutzen, um die Lücke zu überqueren. Passt euch das etwa nicht? Dann lasst euch gerne bessere Vorschläge. Lasst gerne eure besseren Vorschläge hören. Bis dahin benutzt aber die verdammte Planke, Jay. Ein Schlüssel für was? Wie verschlossen? Soll ich denn jetzt hier weiter gegen die Planke? Echt da oben drüber? Nee. Wo kann ich den jetzt ab... Okay, natürlich macht das Krach, ne? Ey. Wie kriege ich die Tür jetzt auf? Der Schlüssel ist ja... Den habe ich ja jetzt einfach im Inventar benutzt, denn wenn es sein muss, oder? Ich will darüber kraxeln hier. Asthma-Stress. Hallo? Der rein. Welcher runterhüpfen? Brett benötigt. Ich verstehe gerade nicht, wie ich das jetzt bewerkstelligen soll. Die kann ich ja schlecht benutzen, die Bretter. Aus dem Fenster kann ich es auch nicht rausreichen. Kann ich da reinklettern durchs Fenster vielleicht? Dafür war der Schlüssel. Oh, Kacke. Das ist aber auch umständlich, dass ich ganz außen rumlaufen muss. So. Ich glaube übrigens mit Maus und Tastatur ist es ein bisschen einfacher, weil ich wette, da muss ich eine Taste zum Sprinten drücken, weil ich kann ja schlecht die Taste nur leicht reindrücken, wenn ich jetzt mit dem Keyboard spiele. Und hier ist es dann halt so, dass wenn ich den Stick ganz leicht bewege, dann ist sie schon manchmal am schneller laufen und es ist schwer auszutarieren irgendwie. Na klar. So geht der Spaß. Alter! Nicht benötigt? Wie bitte? Ich habe ja Asthma-Stress die ganze Zeit. Wie ich das benötige. Chased by Wolves. Workout and Running Mix. Von Wölfen gejagt. Okay. Du willst Asthma-Stress? Dann kriegst du Asthma-Stress. Lass es doch noch langsamer, noch lauter runter, meine ich. Nichts verkommen lassen, ne? Das ist auf die, die nach uns kommen. Oh, leck mich doch fett, ey. Wie ist es denn erst, wenn es keinen Wind gibt hier? Asthma-Stress. Dieser Asthma-Stress. Furchtbar da. Ah, guck mal, sie wird schon gelb. So ein Brett, das wieder nix. Ich sag Asthma-Stress, wenn du kacken gehst, würde. Also komm. Das ist ein bisschen übertrieben.
Wie gesagt, ich bin froh, dass ich es auf normal spiele. Ich glaube, auf hart wäre das ein bisschen zu heftig, du. Achtung. Bom. Und natürlich wird es wieder aufmerksam. Aber ich glaube, das zweite ist doch gar nicht so wild. Es wird erst schlimm, wenn es... Ja, wenn es drei werden. Was denn hier? Tabletten! Ich kann nicht zurück. Der hat gesagt, ich soll die Gleise finden und ihnen folgen. Warum ist hier schon wieder Staub, bitte? Wo ist denn hier Staub? Das bisschen? Muss man doch nicht einatmen. Okay, ich laufe mal ein bisschen schneller, sonst kriege ich jetzt so viel Staub ab die ganze Zeit. Alter, ja, ist klar. Ganz viel Asthma-Sprays, aber ich habe keinen Platz. Vor allem, das Ding ist ja auch so, ein Asthma-Spray ist nach einem Mal nicht leer. Ne? Das ist ja nicht einmal verwenden und es ist kaputt. Da kannst du ja wahrscheinlich schon so ein bisschen länger mit auskommen. Ich kenne mich da nicht aus, aber bestimmt so eine Woche, zwei, wenn nicht sogar noch länger. Ist ja nicht so, als würde mich da so eine Spritze reindrücken. Das ist so ein kleiner... Ne? Ein kleiner Spritzer nur. Ist das hier leise? Ja, ne? Das ist Erde. Shit. Oh, natürlich kriege ich wieder Asthma-Stress. Hallo. Benutzen. So. Das ist schon ein bisschen fies. Das sind so Dinge, die kann man nicht beeinflussen. Das ist so ein... Oh, shit. Verdammt, die Bahngleise sind blockiert. Ich muss einen Weg durch den Wald finden. Bitte lesen, nicht sprechen. Ich bin Corporal Shibata. Ich bin bei der Nationalgarde. Wenn ihr Schutz braucht, könnt ihr mit mir zu einem Außenposten kommen. Er ist nicht weit von hier. Aber wenn ihr Lärm macht, kann ich euch nicht helfen. Wenn ihr mitkommen wollt, nickt einfach und folgt mir. Gehst du los jetzt, oder? Ja, aber der geht nirgendwo mehr hin. Scheiße. Tritt aber auch ganz schnell laut auf. Guck mal. Ich mache überhaupt keine Bewegung. Okay. Ey, ohne Scheiß. Ich drücke den Stick gerade einen Millimeter nach vorne und dann macht sie das hier. Wenn ich ihn 2 Millimeter nach vorne drücke, dann macht sie schon das hier. Das hier. Guck mal. Aber ich probiere mal was mit der Tastatur. Okay, siehst du? Wenn ich so laufe, dann passiert gar nichts. Ich kann einfach die Taste voll durchdrücken. Weißt du was? Ich glaube, ich spiele es echt gleich mit Tastatur und Maus weiter. Das ist gerade sehr anstrengend. Kann man das... Warte mal. Ich will mal... Entschuldigt, entschuldigt, entschuldigt. Aber ich guck mal ganz kurz, ob man irgendwo... Die Dead Zone. Ja, bitte. So, Controller, Kameraempfindlichkeit, Interaktionsempfindlichkeit, Vibrationsstärke. Ja. So. Alter, schon viel besser. Oh mein Gott. Guck mal, ich kann jetzt den Stick so halb drücken und sie macht das hier. Wenn ich ihn voll durchdrücke, läuft sie erst so. Das ist 100-mal besser als das, was ich eben hatte. Das war halt die ganze Zeit so... Das ist so ein Schrittchen vor, da war ich wieder zu schnell, da wieder vor und zu schnell. Es ist halt furchtbar. Entschuldigung, das musste jetzt einfach sein. Wollte ich das nicht antun, aber so ist es doch schon viel besser. Yes, yes, yes. So geht das. So kann ich das spielen. So ist gut. So habe ich jetzt Spaß. So war es einfach nur Stress, weißt du? So Phobie vorm Laufen so ein bisschen. Hat sich das angefühlt. Ich meine, ich kann ja rennen. Warum habe ich da nicht noch eine Taste, dass ich dann einfach ein bisschen schneller gehen kann? Ne? Das meine ich damit. Es ist halt komisch. Also für mich, für euch so als Tipp von mir... Mach die Dead Zone hoch, wenn ihr mit Controller spielt. Ansonsten spielt gleich wirklich mit Maus und Tastatur. Ich wurde auch gefragt, wie ich das spiele. Wie es besser ist. Schau, Mark. Mark ist tot. Ich muss vorsichtig sein, mich leise bewegen. Um an diesem Ding vorbeizukommen. Sonst endlich genauso. Ich frag mich, wohin
diese Lichter mich führen werden. Das bewegt sich hohes Gras wird laut. Okay. Ja, Mark. Sind wir alle traurig. Kann ich deine Waffe haben? Guck mal, das hat den einfach nur gepinnt und dann den Rücken zerkratzt, so ein bisschen. Ist ja langweilig. Ich dachte, du machst richtig Action und zerfetzt den oder so. Ihr müsst ja irgendwas essen, oder? Was fressen die? Oder ist euer einziger Job, Arschlöcher zu sein und alle zu töten? Ja, wie so ein Geigerzähler. Ohne Scheiß, ich wette, hätte ich mich vorher richtig laut verhalten. Hätte mich das Vieh einfach irgendwann nur gekillt. Aus dem Busch raus oder so. Da liegt was auf dem Boden. Das ist ein Inhalator. Jo. Ich würde echt gerne mehr mit Licht rumlaufen, aber... Die Batterie ist so lächerlich. Ich hab die eine Minute an, dann ist die Batterie schon leer. Taschenlampe. Oh! Hi! Darf ich hier durch? Danke. Vielleicht. Oh Gott, die Umgebungsgeräusche sind gerade nicht vorhanden quasi. Bin ich hier weiter überhaupt? Nee, ne? Das ist wie Alien Isolation mit einem blinden Alien. Irgendwie ganz lustig. Oh shit. Nix passiert. Das Quadrat ist nicht mehr geworden, ja. Oh. Du blöde Sau. Weg. Ich glaube, es ist weg. Jetzt mach halt. Die Tasten reagieren so spät. Also man kann nicht den Gegenstand rausholen und den direkt benutzen. Man muss immer so ein bisschen warten, sonst macht es einfach nicht. Geht auch so mit dem Spray. Das ist halt sehr konsolig irgendwie alles. Oh, das ist laut. Also eigentlich soll es laut sein, weil wenn wir da runterlaufen, dann rollen bestimmt kleine Steine runter. Warte mal, Entschuldigung. Entschuldigt, entschuldigt, entschuldigt. Aber ich muss die noch ein bisschen hochschalten, die. Also komplett quasi, die Dead Zone. Interessant. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Mark jetzt noch ein größeres Problem wird, aber jetzt haben sie ihn einfach mal weggefrühstückt. Einfach so aus dem Weg geräumt, den Bösen quasi. Ich glaube, die Viecher kann man halt schon als böse bezeichnen, aber irgendwie sind sie ja mehr wie so eine Naturgewalt. Also, die sind halt einfach da, die sind nicht böse. Die machen das einfach, weil sie dazu geschaffen wurden oder weil das ihre Aufgabe ist. Und Mark war halt ein Arschloch, weil... Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass er weg ist. Meine beste Chance ist durch das Haus zu gehen. Ich hoffe, es ist niemand zu Hause. Ich schon, vielleicht sind sie ja cool. Und geben uns ein Mixtape oder sowas. Was ist das? Von Wölfen gejagt, achso, das war das Mixtape. Habe ich euch einen neuen Tagebucheintrag? Das ist ein Albtraum. Und überall liegen diese Konservendosen rum. Tretminen quasi. Sie gehen beide mit der Sonne schlafen. Ich werde die Tür aufmachen. Bis dann. Jay. Okay. Komm ich jetzt rein? War nichts mehr, ne? Jetzt ist die Steuerung allerdings ein bisschen... Warte mal. Tut mir leid. Ich muss leider nochmal. Ganz kurz. Dead Zone Richter Stick. Den mache ich mal wieder auf 25, weil der macht ja keinen Sinn. Der ist ja zum Umgucken und dann
Ja, seht ihr, jetzt ist das viel smoother wieder. Eben war es ja so richtig abgehackt. Das ist ja wie gesagt so ein Grund, warum ich es mit Gamepad spiele, dass die Steuerung, die Kamera ist viel ruhiger, wenn ich mich mit der Maus spiele. Es ist so die ganze Zeit und dann wird mir auch ein bisschen schlecht werden, glaube ich, wenn ich das Video angucke. Also nochmal zur Erklärung, das ist nicht nur für mich, weil es bequemer ist, sondern auch für euch, weil die Kamera dann ein bisschen ruhiger ist, die Kamerafahrten ein bisschen cooler sind und alles. Okay. Hier können wir jetzt auch komischerweise ein bisschen lauter sein. Was ist denn ein Schraubendreher? So eine Bohrmaschine. Ich dachte, das wäre wieder ein Asthma-Gerät, Asthma-Inhalator. Du kannst nicht mal weinen oder so, wenn du traurig bist. Ne? Du musst halt immer... Psst, alles schön leise. Das ist ein Safe Room hier. Jo. Ich glaube, wir sind im Safe Room. Tabletten. Ist da was drin? Okay. Drei Batterien. Ich auch ein bisschen assi von uns, die Kerzen anzumachen und dann einfach anzulassen und weiterzugehen. Erstmal könnt ihr alles abfackeln. Da hätten wir den Leuten die Unterkunft kaputt gemacht. Oder halt die Kerzen verschwendet, im besten Fall. Alles klar, hier ist doch nicht so sicher, wie ich dachte. Hier ist es nämlich schon mal reingekommen. Ist noch jemand hier? Laura? Dad? Das kann ich nicht riskieren. Ich muss einfach zurück zu den Gleisen. Ohne Scheiß, langsamer geht's nicht. Ich mache irgendwie immer ein bisschen Lärm. Ein Bär? Oh ja. Oh, ganz schön viele Leute Asthma hier in dem Spiel. Kann das sein? Und da sind Kinderspielzeuge. Oh nö. Überall gibt es Inhalatoren. Ja, ich glaube, die Kinder hat es als erstes erwischt, ne? Weil Kinder und leise sein ist halt nicht wirklich. Die Zeitwissen von Chloe Larsen. Noch mehr Studien, noch mehr Pillen, noch eine Willensprüfung. Tick, tick, tick. Ein paar SMS, ein altes Buch, ein recht betretener Besuch. Tick, tick. Mama in Panik, Papa gebannt. Ich bleibe äußerlich entspannt. Tick. Nicht viel zu tun, nicht viel zu tun, zu viel zu sagen. So muss ich die Zeit ertragen. Auf das Gedicht gestempelt, erster Platz. Lancy Lee, James Trim. Jugendgedichtpreis. Okay. Daniel wollte sie wegschicken. Er schrieb, es ist zu gefährlich, sie könnte uns umbringen. Und ich schrieb zurück, wenn wir ihr nicht helfen, haben wir den Tod verdient. Sein Kiefer krampfte sich zusammen, wie immer, wenn er weiß, dass er einen Streit verlieren wird. Ich öffnete eine Dose Spaghetti für sie. Ich dachte, das reicht, weil sie doch so klein ist. Aber Jill verschlang den Inhalt der Dose in etwa 90 Sekunden. Also ging ich in unser Lager, um noch eine Dose zu holen. Ich hatte nicht gehört, dass sie mir gefolgt war. Aber als ich mich umdrehte, starrte sie alle Dosen mit den größten Augen an, die ich je gesehen habe. Als wir zum Tisch zurückkamen, schrieb sie, das gehört alles euch? Und ich schrieb, es gehört uns, Jill, uns. Ein so reines Lächeln habe ich nicht mehr gesehen, seit Chloe krank wurde. Ich wünschte, Daniel hätte es sehen können. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Alter. Endlich habe ich ihn gefunden. Er saß auf Chloes Bett und hatte die Tür geschlossen. Also ich dachte, er wäre tot. Als ich sie öffnete, stand er auf, damit es so aussieht, als würde er das Bett für Jill machen. Aber ich erkannte den Ausdruck in seinem Gesicht. Wie sollte ich auch nicht? Erschrocken und doch schrecklich konzentriert. Es war die gleiche Art, wie er Chloe am Ende ansah. Ist sie gestorben an der Krankheit? Oh Mann. Als ob er jedes Detail ihres Gesichts in sein Gehirn eingebrannt hätte. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass Jill sich die Zähne geputzt hat.
Ich habe ihr eine Ersatzzahnbürste und etwas Zahnpasta gegeben, aber als sie in den Eimer spuckte, war die Spucke knallrot. Ihr Zahnfleisch war so empfindlich, dass ihr ganzer Mund blutete. Ich sah, wie etwas Blut an ihrem Kinn herunterlief und drehte mich um, um einen Lappen zu finden. Aber Daniel war schon da. Er wischte ihr das Blut ab. Ich glaube, er hat ihr dabei die ganze Zeit nicht in die Augen gesehen. Als er fertig war, umarmte sie ihn. Ich weiß nicht, wie lange. Er sah mich mit der gleichen Angst in seinen Augen an. Was ist da mit dem Text hier? Ich brachte Jill in Chloes Zimmer. Daniel kam nicht herein, sondern lehnte nur vor der Tür. Ich deckte sie zu und spürte, wie mein Herz in meiner Brust aufsprang. Seit Chloes letzter Nacht hatte ich niemanden mehr in dieses Bett gelegt. Und dann verstand ich, warum Daniel so verängstigt aussah. Der Gedanke, dass die Möglichkeit bestand, einen solchen Verlust noch einmal zu erleben, ließ mein Herz stillstehen. Ich saß wie erstarrt da, bis Jill Papier und Stift zur Hand nahm. Sie schrieb, geht ihr beide ins Bett? Und ich schrieb zurück, ja, aber keine Sorge, die Türen und Fenster sind verschlossen. Es wird dir nichts passieren, hier bist du in Sicherheit. Und da wusste ich, dass ich jeden umbringen würde, der ihr etwas antun wollte. Daniel bot Jill an, mit ihr angeln zu gehen. Ich konnte sehen, wie verängstigt er war, aber er versuchte es. Ich wüsste nicht, was mutiger ist. Jill wird nie eine Chloe sein. Er wird nie wie Chloe sein. Aber das muss sie auch nicht. Alter. Oh nein. Wir sind alle tot. Fuck. Diese scheiß Monster, ey. Die haben alles getötet. Es ist halt voll traurig, wenn du dann auch noch in so ein Haus kommst. Und dann liest du das, was hier geschehen ist. Und dann merkst du eigentlich, es gibt überhaupt keine Hoffnung für die Menschheit. Zumindest, naja, ich will nicht spoilen. Wenn ihr die Filme nicht kennt, schaut die Filme. Ich muss den dritten halt auch noch sehen, ne? Weißt du, dass eine Frau mit ihrer Katze da die ganze Zeit rumläuft vom Trailer. Aber den gibt's noch nicht auf den Streaming-Plattformen, deswegen... Der ist auch schon aus dem Kino raus, glaube ich. Ja, schon lange. Ey, langsamer geht's nicht. Langsamer geht es nicht. Oh nein, ist das das Zimmer von Chloe? Ein Mixtape. Poetry, was? And? Ah, ich kenn's ja auch so. Poesie, ein Live-Showfest von Chloe Larsen. Ignoriere meine Stimme, sie ist super. Das ist der letzte Text. 1.10.2010. Mama und Papa sind solche Idioten. Sie haben mir einen Kuchen geschenkt, um den Gewinn des Jugendgedichtspreises zu feiern. Und Mama hat zum Geburtstag viel Glück gesungen. Aber mit dem Text zum Gewinn viel Glück, was gar keinen Sinn macht. Auf der Torte waren bestimmt 100 Kerzen und Papa zündete jede einzelne an. Als ich fragte, warum zum Teufel er das tut, meinte er, dass dies eine große Sache sei und richtig gefeiert werden muss. Sie sind so blöd. Nein, das ist halt wahrscheinlich die Pubertät. Ne? Da hasst sie ihre Eltern, obwohl die eigentlich das Richtige machen. Ich liebe sie so sehr. 2.10.2010. Es ist 2 Uhr morgens. Mir ist klar geworden, warum Mama das Geburtstagslied singen wollte. Oh nein. Sie dachte, das könnte ihre letzte Chance sein, es mir vorzusingen. Es ist dann auf einmal ist wieder andersrum. Teenager halt. 3.10.2010. Ich habe den halben Tag damit verbracht, mit Papa meine Gedichte durchzugehen. Ich wollte das Preisgeld dafür verwenden, ein Buch zusammenzustellen, aber ich weiß nicht. Als ich sie noch einmal durchlas, mochte ich sie einfach nicht. Kein einziges. Papa denkt, meine Schmerzen würden meine Stimmung durcheinander bringen. Er könnte recht haben. 6.10. Ist das auch in der Aufnahme? Ist Geflacker eigentlich? 6.10.2010. Die letzten Tage war ich so neben der Spur, dass ich mich nur noch ausgeruht habe. Und dann wieder und wieder. Ich weiß noch, wie meine Freunde zu Besuch kamen. Alle sagten, du brauchst nur etwas Ruhe, du bist bald wieder auf den Beinen sein. Es ist Monate her, dass ich Dylan gesehen habe. Bei Rachel ist es noch länger. Es wird mit der Zeit wohl langweilig, seine beste Freundin sterben zu sehen. Aber genug von diesem düsteren Geschwätz. Jetzt die gute Nachricht. Mama und Papa haben die letzten 2 Tage damit verbracht, meine Gedichte zu einem ersten Entwurf meines Buches zusammenzustellen. Es ist noch viel zu kurz und sie haben mir gesagt, ich soll es erst lesen, wenn es mir besser geht, aber sie glauben, es wird etwas ganz Besonderes werden. Ich weiß, sie sind meine Eltern und müssen mich unterstützen und so, aber ich weiß nicht, was ich ohne sie machen würde. 21.10.2010. Ich war im Krankenhaus, zu zugedröhnt und kaputt, um überhaupt zu schreiben. Sie wollten, dass ich länger bleibe. Aber wenn das wirklich das Ende ist, will ich lieber zu Hause sein. Ich will mit meinen Sachen in meinem Zimmer sein und in meinem Bett schlafen. Ich will, dass Mama und Papa mich zudecken, wie sie es getan haben, als ich 5 war. Und ich will glauben, dass ich mit dem Geruch von Papas Ahornsirup-Pfannkuchen und dem Klang von Mama, die ein ganzes Musical singt, aufwachen werde. Das ist es, was ich will, und so wird es sein.
22.10.2010. Ich will nur... Oh mein Gott, ist das schlimm. Da ist die Welt schon im Arsch oder liest du auch nur eine Geschichte von einem todkranken Mädchen? Feelgood-Spiel, Leute. Feelgood. Hier ist bestimmt noch ein Raumschiff versteckt. Leise. Oh, shit. Hier waren so viele Menschen. Kein Raumschiff. Leck mich fett. Ich bin so leise. Vielleicht auch nicht. Alter Maul. Oh, diese scheiß Viecher, ne? Und dann noch diese Tragödie, die sie hier abspielen mit den Menschen. Was machst du denn da? Du warst eben noch nicht da. Die blöde Kuh, ey. Ja, schmeiß einen Ziegel jetzt, komm. Wurfgegenstände. Das Werfen von Gegenständen kann für eine vorübergehende Ablenkung sorgen. Sie können auch Hindernisse zerstören und sogar neue Wege öffnen. Du entscheidest, ob es das Risiko wert ist. Bang. Das ist scheiß Vieh. Hier ein Brett oder so. Einstecken kann ich den auch? Hallo. Ich kann Ziegel mit mir. Okay, aber nur einen anscheinend, oder? Hallo. Nicht Herzschlag jetzt. Oh Mann. Da ist doch was, hä? Ja, guck mal, da oben ist Laura. Hol sie dir. Mach nicht mal Krach, du Miststück. So ein Holzbrett, kann ich das nicht mitnehmen? Anscheinend nicht. Oh, damit kann ich die Scheibe einwerfen, alles klar. Dann habe ich aber ein kleines Problem hier. Komm, hol's dir. Oh! Brett benötigt. Was? Kann ich das hier durchlegen oder was? Dass das Vieh meinen Herzschlag offensichtlich nicht hört, finde ich auch ein bisschen komisch. Weil es so laut ist in meinem Ohr. Hi. Guck ich mal die Arschbacken an. Ja, genau. Verpiss dich. Iframe, save me! Aber warum geht mein Asthma-Stress nicht hoch, bitte? Das verstehe ich jetzt nicht. Alter, Maul jetzt.
einzelnen Figuren hier. Guck mal, die Blätter liegen halt genau so einem Rechteck auf dem Boden. Was ist das Brettal? Holy shit. Oh! Okay, das war jetzt unspektakulär. Game over! Bleib still, bleib am Leben. Ja, sehr gut. Ich meine, wo komme ich jetzt raus? Ach, hier. Ja, das ist noch nett. Das ist doch fair. Alter, ich mach so langsam, wie ich kann. Da vorne. Ah, es ist gerade da vorne. Da habe ich ja Zeit. Na, dann haben wir ja Zeit, ne? Aufladen. Oh, dieser Asthma-Stress. Muss das jetzt hierher kommen? Scheiße. Danke. Warum kannst du nicht eigentlich mehr als einen Gegenstand zum Werfen einstecken? Ach komm jetzt. Ja. Macht das Vieh bestimmt total wahnsinnig gerade. Okay. Ich will nochmal gucken, ob hier irgendwo ein Raumschiff drin liegt. Ich hab mir nur einen Schock Asthma verpasst. Asthma Spray. Ich hab mir Asthma verpasst, genau. Was cool ist. Oh, ich könnte wetten, da hinten ist noch ein Raumschiff, aber scheiß drauf. Ich will das Vieh hier weg haben. Komm mal, es reicht. Eigentlich scheiße ich ja so ein bisschen auf die Raumschiffe. Ich will einfach nur hier durch. Und meine Ruhe. Holst dir. Ach, darauf reagierst du jetzt. Okay, es reagiert drauf. Wie gut, dass hier gefühlt unendlich viele Sachen rumliegen. Thank you.
Das Vieh kann irgendwie so hervorragend springen. Also macht es überhaupt keinen Unterschied. Sind das Tabletten oder ein Asthma-Spray? Das sind Tabletten. Holy shit. Oh! Alter! No! No? Man kann es auch ein bisschen übertreiben mit der Geräuschempfindlichkeit von diesem Vieh, ne? Nicht schon wieder hier. Oh crap, das Vieh ist schon wieder hier. Warum weiß es genau, wo ich bin, bitte? Okay, es dreht sich rum. Oh, Kinder, Kinder, Kinder. Oh, jetzt wird's laut. Okay, das kann nicht mehr weit sein. Ich muss einfach weiter. Es ist halt schon spannend, aber ich würde mir gerne irgendwann wünschen, dass ich die Viecher irgendwie mal erledigen kann. So ein bisschen. Zuerst Laura, dann diese Kreatur. Es wird immer schlimmer. Sie hatte eine Waffe, aber sie kann mir nichts antun, oder? Nicht solange ich ihr Enkelkind erwarte. Ich lieber alleine, als mich von ihr gefangen nehmen zu lassen. Ja, das war mir auch ein bisschen zu filmschig, als er einfach die Waffe hochgehalten hat und pssst. Nee. Es geht, wie gesagt, nur um das Enkelkind, sonst wird uns wahrscheinlich schon längst ermordet. Zumindest denke ich mir das auch, ja. Bin ich bei ihr. Sind wir jetzt erstmal safe? Also ich meine, so richtig sicher ist man ja nie, ne? Weil die Viecher immer noch hier rumlaufen. Die Gleise sind auch noch so laut. Also ich glaube echt, am besten wäre es irgendwo an einem Wasserfall zu wohnen. Oder am Meer oder so. Wo die Wellen die ganze Zeit rauschen. Das ist ja immer so eine Geräuschkulisse. Und die Viecher können übrigens kein Wasser überqueren. Also wenn man auf einer Insel wohnt, wo die Viecher noch nicht sind, müsste es einem ziemlich gut gehen. Was steht da? Adventure Camp. Omar the Otters Autor. You are here. Das ist Welcome Center. Das Tor. Campsite Radio. Ach, der Handschuh, der erinnert sich jetzt an, ja, an Martin. Martin. Ach, voll schlimm. Voll traurig auch, aber wie gesagt, es ist halt ein super Feelgood-Spiel. Tag 1. Ach, das ist wieder so ein Flashback, als es losging, ja. Also wieder Film quasi, der dritte. You feeling better? Yeah. Everyone gets overwhelmed sometimes. You good to head back? Sure. Ja, das Ding ist, da hat sie noch gemocht, offensichtlich. Aber ja, wir werden jetzt vielleicht auch erfahren, warum sie nicht mag. Aber ich kann rennen und keiner interessiert. Es ist auch krass, die ganze Zeit noch die Tiere. Du hörst die Vögel, alles, ne? Also, das ist alles jetzt nicht mehr so. Ich glaube, die einzigen, die noch safe sind, so ein bisschen, sind die Fische. Where's Martin? I told him to go do the dishes. Oh. During your attack, he didn't know what to do with himself, so I gave him something to do. Got it. He really cares about you. He's never seen me like that. But you had asthma when you were little. It was different. And I had it under control by middle school. When did you come back? When I... Ich meine, die Viecher werden über Meteoroiden auf die Welt gekommen, oder? Na, vielleicht, man wird sehen. I remember when I lost my mother. I didn't know love would hurt like that. What kept you going? I was pregnant with Martin.
I had to keep going. Ist echt schön hier. Ich glaube, da würde ich mich auch wohlfühlen, so abseits von allem. Hey, please don't tell my dad about the asthma attack. My lips are sealed. See last night's game? A clown show. I mean, it'll be a miracle if they make the playoffs. Hey, Alex, single or double? Single. Thanks, Robert. I live to serve. And don't you forget it. Never mind, we. Ja. How you doing, Dad? Good birthday so far? Dad? Hmm? Fine, sweetheart. I'm fine. Are you all right? You look pale. Oh, yeah, I just, Alex, you mind grabbing the beer? Not at all. Oh je, ich bin gespannt, wann es losgeht. Laura ist immer die große Retterin. Ich werde mich bedanken, wenn ich ihr das Bier aus dem Van bringe. Suit yourself. There's a case in the back of the van. And it better be full when he gets here. Just because you're in college doesn't mean you're legal. How was your first year, Ken? College. Oh, wie alt ist sie denn eigentlich? 20, wenn sie sagt, sie ist nicht lieb. Oder 19? Also wir, Alex. She's always been inventive. Why was it that everyone called her when she was little? A tuneful technician. That's it. Julia gave her that nickname. And Martin, he just finished, what, his third year? Yeah, yeah, he'll be flying in no time. Hey. Hush. I don't like thinking about him driving a car, let alone flying a plane. Okay, die reden über so Nebensächlichkeiten, das muss ich mir jetzt... Okay, die sind eh fertig. So, mal gucken, was hier noch so geht. Wahrscheinlich werden wir eh keine Materialien finden. Okay, wir finden ganz viel. Frühling 2008, das hängt in ihrem Zimmer, das Bild. Mit rotem Stift geschrieben. Martin, hier ist das Album, das du wolltest. Wenn du fertig bist, bring es wieder rein. Ich will nicht, dass es nur im Schuppen rumliegt, Mama. Mit Bleistift geschrieben. Jawohl, wird gemacht, Martin. Warte mal, das war 2008, das Mädchen. Sie ist mit 2010 ist sie wohl gestorben, im September. Was für ein Jahr haben wir jetzt nochmal hier? Oho. Unbedingt 2008, vielleicht ist es ja... Das ist schon Sommer, also. Ah. Das ist wohl die Kombination. Herbst 2010. Sommer 2009. Okay, also das ist deutlich... Das ist unsere Zeit eigentlich, oder? Aber guck mal, wenn sie da vielleicht so 2010... Wie alt waren sie da? Vielleicht 10? Da haben wir vielleicht so 2020. Ich weiß es echt nicht mehr, tut mir leid. Notizen für Alex Geburtstagsrätsel. Foto aus dem Album holen, erledigt. Eine der alten Aktentaschen meines Vaters holen, erledigt. Nummer 1 Ritzen, erledigt. Sicherstellen, dass das Puzzle funktioniert, erledigt. Geschenk für die Aktentasche besorgen. Was soll ich ihr schenken? Etwas mit Musik? Vielleicht. Einen Welpen? Nein, das würde sich nicht gut in eine Aktentasche machen. Geburtstagsnachricht an Alex schreiben. Dass ihr Geburtstag auch der Jahrestag unserer Freundschaft ist. Dass sie immer meine beste Freundin sein wird. Sie um ein Date bitten? Vielleicht. Das ist seltsam, das in einer Geburtstagsnachricht zu tun. Yep, will do, Martin. Okay, oh, der Part ist schon zu lang. Leute, ihr könnt raten, was die Kombination ist. Ich werde es bis nächstes Mal wahrscheinlich rausgefunden haben. Ich bin gespannt. Vielleicht haben wir ja schon genug Hinweise und ihr könnt es mir sagen. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen, danke für die Likes und es geht natürlich weiter mit Quiet Place The Road Ahead beim nächsten Mal. Danke, tschüss.